Wir hatten gestern die Verwendung der Arbeitskräfte im Betrieb erledigt und kommen jetzt zu der Frage, wie die Arbeitskräfte in den Betrieb gekommen sind. Das heißt, die Frage der Gesamt- und Einzelanforderung der Arbeitskräfte. Herr Speer, Sie haben in Ihrer Aussage vom 18. Oktober 1945 erklärt. Erstens, Sie hätten von Sauke mit Schärfe neue Arbeitskräfte gefordert. Zweitens, Sie hätten gewusst, dass unter diesen Arbeitskräften Ausländer sein würden. Drittens, und hätten gewusst, dass diese teilweise gegen ihren Willen in Deutschland arbeiteten. Was haben Sie dazu zu sagen? Diese freiwillige Erklärung ist richtig. Ich war Saugel während des Krieges für jede Arbeitskraft dankbar, die er mir vermittelte. Ich habe ihn oft genug dafür verantwortlich gemacht, wenn durch zu wenig Arbeitskräfte die Rüstung nicht die möglichen Leistungen erzielt hätte. Und ich habe immer die Verdienste, die er durch seine Tätigkeit für die Rüstung hatte, hervorgehoben. Wenn Sie nun in Ihrer Aussage vom 18. Oktober 1945 und auch jetzt wieder von Arbeitskräften sprechen, bedeutet das nun den Gesamtbegriff Arbeitskräfte, also Deutsche, Ausländer aus besetzten Gebieten, befreundeten oder angegliederten Staaten und auch Kriegsgefangene? Ja. Ja. Ich hatte zwar ab Mitte 1943 Differenzen mit Saugel über die Produktionspolitik und über die ungenügende Bereitstellung der Reserven an deutschen Arbeitskräften. Das hat aber mit der grundsätzlichen Einstellung zu Saugels Arbeit nichts zu tun. Welcher Prozentsatz der insgesamt zugewiesenen Arbeitskräfte entfiel auf Ihre Forderung an Sauckel? Sie meinen der insgesamt zugewiesenen Arbeitskräfte, nicht Ausländer? Ja. Ja. Bis zum August 1944, also bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich die Luftrüstung übernahm, etwa 30-40% aller bereitgestellten Arbeitskräfte. Von diesen war allerdings der größte Teil deutscher Arbeitskräfte. Als ich 1944 die Luftrüstung übernahm, im August 1944, hatte ich keinen nennenswerten Bedarf mehr an Arbeitskräften. Dadurch die Auswirkungen der Fliegerangriffe auf die Verkehrsanlagen im Reiche, die Rüstungsproduktion bereits im Absinken war. War Ihr Bedarf an Arbeitskräften unbedingt unbegrenzt hoch? Nein, die Höhe der Rüstung und darüber hinaus der gesamten Produktion und damit mein Bedarf an Arbeitskräften wurde durch die Rohstoffe gesteuert. Das heißt also, der Bedarf war begrenzt durch die zur Verfügung stehende Rohstoffmenge. Mein Bedarf an Arbeitskräften hatte eine obere Grenze durch die Rohstoffe.
Sie haben nun eine bedeutende Erhöhung der Produktionszahlen der Heeresrüstung erreicht. Wurden um diese Erhöhung zu erzielen, die eingesetzten Arbeitskräfte im gleichen Verhältnis erhöht? Nein. Die Produktion wurde von 1942 bis 1944 bei den Waffen versiebenfacht, bei den Panzern verfünfeinhalbfacht und bei der Munition versechsfacht. Die Zahl der Arbeitskräfte in diesen Sparten der Heeresrüstung aber wurde nur um 30% erhöht. Dieser Erfolg wurde auch nicht durch eine höhere Ausnutzung der Arbeitskräfte erzielt, sondern durch die Abschaffung der veralteten Fabrikationsmethoden und durch ein besseres System zur Steuerung der Rüstungsproduktion überhaupt. Was ist der Begriff Kriegsproduktion? Der hier oft gebrauchte Begriff Kriegsproduktion ist nichts anderes als wie der normale Begriff Produktion. Er umfasst alles, was industriell oder handwerklich gefertigt wird, auch für den zivilen Bedarf. Was wurde in Deutschland von dem Begriff Rüstung umfasst? Welches Arbeitsgebiet war das? Der Begriff Rüstung hat in keiner Weise sich auf die Rüstung beschränkt, die durch die Genfer Kriegsgefangenen, durch das Genfer Kriegsgefangenenabkommen umrissen ist. Der moderne Begriff Rüstung ist ein viel weiterer. Er umfasst ein bedeutend größeres Aufgabengebiet. Es gab bei uns für den Begriff Rüstung keine klare Richtlinie. Eines Rüstungsbetriebes war, dass er von den mir unterstellten Rüstungsinspektionen in der Mittelinstanz betreut wurde. Zu dieser Rüstung in Deutschland gehörte zum Beispiel die gesamte Herstellung an Rohstahl, alle Walzwerke, Gießereien oder Schmieden, die Herstellung oder Verarbeitung von Aluminium, von den modernen Kunststoffen, die chemische Erzeugung von Stickstoff oder Treibstoff oder Kunstgummi, die Erzeugung künstlicher Wolle, die Fertigung von Einzelteilen, bei deren Herstellung noch nicht feststeht, ob sie in der Rüstung verwendet werden, wie zum Beispiel Kugellager, Zahnräder, Ventile, Kolben für Motoren und so weiter. Oder die Erzeugung von Werkzeugmaschinen. Die Einrichtung von Fließbandfertigungen. Genauso der Bau von Kraftwagen, von Lokomotiven oder von Handelsschiffen. Schließlich auch Textilbetriebe und Betriebe der Leder- und Holzverarbeitung. In den von mir an die Zeugen herausgegebenen Fragebögen habe ich feststellen lassen, wie viel Prozent der deutschen Rüstungsbetriebe etwa Rüstungsgegenstände im Sinne des Genfer Abkommens
gefertigt hat, und ich möchte das kurz hier in einer Zahl zusammenfassen. Die Mitarbeiter kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass zwischen 40% und 20% unserer Rüstung sich mit der Herstellung von Waffen, Panzern, Flugzeugen oder Kriegsschiffen oder dem allgemeinen Gerät für die Wehrmachtteile beschäftigt hat. Der überwiegende Teil ist also nicht Rüstung im Sinne dieses Genfer Abkommens gewesen. Der Grund für die Ausweitung unserer Rüstung, des Begriffes Rüstung in Deutschland, ist neben Fertigungsgründen auch in der bevorzugten Behandlung dieser Betriebe zu suchen, die dazu führte, dass zahlreiche Betriebe danach drängten, als Rüstungsbetriebe erklärt zu werden. Herr Präsident, in den Fragebögen, die dem Gericht noch nicht vorliegen, weil das Buch noch nicht vorgelegt ist, haben sich die Zeugen Sauer unter Frage 7 und 10, die Zeugen Schieber unter Frage 6 bis 9 und der Zeuge Kehl unter Frage 4 bis 7 mit der Abgrenzung Kehl unter Frage Nummer 4 bis 7 über die Abgrenzung des Begriffes Rüstung geäußert. Herr Speer, um ein Beispiel zu geben. Sie kennen die Firma Krupp in Essen. Wie weit erzeugte zum Beispiel diese Firma Rüstungsgegenstände im Sinne des Genfer Kriegsgefangenenabkommens? Also Waffen, Munition und Gegenstände, die der unmittelbaren Kriegsführung zu dienen bestimmt sind. Gerade der Krupp-Konzern ist ein Beispiel dafür, dass ein Rüstungsbetrieb nur einen Bruchteil seiner Fertigung auf Kriegsgerät eingestellt hat. Allerdings muss ich darauf hinweisen, dass gerade die Firma Krupp eine derjenigen Rüstungsbetriebe waren, die am wenigsten Rüstung in diesem Kriege gemacht haben, prozentual. Bei Krupp waren die Bergwerke, drei große Werke zur Erzeugung von Rohstahl und von Qualitätsstahl. Im Vordergrund der Produktion. Lokomotivbau, Anfertigungen für die Chemie waren Spezialitäten von Krupp. Dagegen wurde in diesem Kriege die eigentliche Rüstungsspezialität von Krupp, der Bau von Panzertürmen für Kriegsschiffe und von großen Spezialgeschützen, überhaupt nicht ausgenutzt. Erst im Jahre 1944 hat Krupp in der Nähe von Breslau das erste größere Werk für Geschützfertigung eingerichtet gehabt. Bis dahin hat Krupp in der Hauptsache sich mit der Neuentwicklung von neuen Waffen beschäftigt und deren Fertigung dann in Lizenzen an andere Firmen abgegeben. Zusammenfassend kann man sagen, dass bei Krupp etwa 10% bis 15% der Belegschaft in diesem Kriege Rüstungsgegenstände im Sinne des Genfer Abkommens gefertigt haben, obwohl der ganze Betrieb als Rüstungsbetrieb geführt wurde.
Welchen Einfluss hatten Sie und Ihr Ministerium darauf, ob einem Betrieb ausländische oder deutsche Arbeitskräfte zugewiesen wurden? Darauf hatte mein Ministerium keinen Einfluss. Meinem Ministerium wurde der Bedarf an Arbeitskräften von den mir unterstehenden Rüstungsbetrieben in einer Zahl, in einer Gesamtzahl mitgeteilt und nicht aufgeteilt nach Ausländern, Kriegsgefangenen oder nach deutschen Arbeitskräften. Diese Gesamtzahl wurde als Forderung an den Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz weitergegeben. Saugel lehnte es ab, detaillierte Anforderungen entgegenzunehmen. Er hatte damit recht, da er seinen unteren Dienststellen keine Einzelweisungen geben konnte, in welchem Prozentsatz Deutsche oder Ausländer örtlich dem Betrieb vermittelt werden. Die Vermittlung der Arbeitskräfte in der unteren Instanz an die Betriebe selbst wurde von den Arbeitsämtern ohne Zwischenschaltung irgendeiner meiner Instanzen vorgenommen. Wir nahmen also auch hier keinen Einfluss darauf, ob Deutsche, Ausländer oder Kriegsgefangene im Einzelnen einem Betrieb zugewiesen wurden. Die Rückmeldung des Betriebes über seinen Neuzugang an Arbeitskräften ging an mein Ministerium wieder in einer Gesamtzahl, sodass ich keinen Überblick darüber hatte, ob und wie viel ausländische Arbeitskräfte oder Kriegsgefangene in der Gesamtzahl enthalten waren. Selbstverständlich wusste ich, dass ausländische Arbeiter an Rüstungsgegenständen arbeiten. Ich war damit einverstanden. Herr Präsident, zur Erleichterung des Gerichts darf ich vielleicht bemerken, dass ich über diese Fragen die Fragebögen unter Nummer 7 und 17 des Zeugen Schmelter und auch Nummer 1 und 8 des gleichen Fragebogens der Fragebogen Schieber zu Nummer 10, Nummer 11, 30 und 31 geäußert hat. Und dass ferner im Fragebogen Kehl in der Antwort zu Fragen 8 und 9 Material hierzu enthalten ist. Herr Speer, wer vertrat die Forderung an Arbeitskräften für die Rüstung gegenüber dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz? Die Anfordernden für Arbeitskräfte waren nach den verschiedenen Wirtschaftszweigen in verschiedene Sektoren aufgeteilt. Es gab etwa 15 anfordernde Sektoren. In diesen Sektoren wurde von mir angefordert, für die Heeres- und Marinerüstung und für den Bau und ab September 1943
für die Sektoren Chemie, Bergbau und übrige Produktion. Die Luftrüstung hatte ihre eigene Arbeitseinsatzabteilung, die über das Reichsluftfahrtministerium anforderte. Hierüber haben sich in den Fragebögen der Zeuge Schmelter in seiner Antwort auf Frage 2, der Zeuge Schieber in seiner Antwort auf Fragen 2, 3 und 5, der Zeuge Kehrl auf Frage 2 und 3 geäußert. Wurden die Forderungen nach Arbeitskräften für die Rüstung der drei Wehrmachtsteile nicht in Ihrem Ministerium zusammengefasst? Nein. Ich hatte zwar der Form nach ab März 1942 das Rüstungsamt unter General Thomas vom OKW übernommen. Und dieses Rüstungsamt war eine gemeinsame Dienststelle aller drei Wehrmachtteile, in dem auch die Arbeitseinsatzfragen besprochen wurden. Durch eine Vereinbarung zwischen Göring und mir war aber festgelegt worden, dass die Luftrüstung unabhängig von mir ihre Interessen vertritt. Diese Festlegung war notwendig, da ich ja als zunächst der Minister für die Heeresrüstung einseitiger Interessent war und daher nicht Entscheidungen über den Arbeiterbedarf eines mir nicht unterstehenden Rüstungsteiles Entscheidungen treffen wollte. Wie weit sind Sie verantwortlich für die Beschäftigung von Kriegsgefangenen in der Rüstung, also hier Rüstung im engeren Sinne gemeint, gegen die Genfer Bestimmungen? Ich habe meinen Einfluss nicht geltend gemacht, dass Kriegsgefangene entgegen den vom OKW herausgegebenen Richtlinien beschäftigt wurden. Ich kannte den Standpunkt des OKW, nachdem die Genfer Konvention hier eingehalten werden soll. Allerdings war mir auch bekannt, dass diese Genfer Bestimmungen nicht für die russischen Kriegsgefangenen und für die italienischen Militärinternierten gelten. Ich konnte keinen Einfluss auf die Zuteilung der Kriegsgefangenen auf die einzelnen Betriebe nehmen. Diese Zuteilung wurde von dem Arbeitsamt in Verbindung mit der unteren Behörde des Chefkriegsgefangenenwesens, mit der sogenannten Stalag, durchgeführt. Darf hierzu auf den Fragebogen des Zeugen Schmelter und zur Antwort Nummer 14 verweisen. Herr Speer, wer war denn in der Mittelinstanz der maßgebende Offizier, der unter dem OKW stand? Die Beaufsichtigung des richtigen Einsatzes der Kriegsgefangenen wurde in der Mittelinstanz
durch den Wehrwirtschaftsoffizier vorgenommen. Dieser war beim Wehrkreisbefehlshaber eingebaut, der dem Heere unterstand. Nun ist von der Anklage ein Affidavit von Mr. Deuce, einem amerikanischen Wirtschaftsstatistiker, vorgelegt. Unter Dokumentnummer 2520 PS. Nach diesem Affidavit sind mit der Herstellung von Rüstungsgegenständen ...400.000 Kriegsgefangene beschäftigt gewesen. Diese Zahlen sollen aus den Statistiken Ihres Ministeriums entnommen und ermittelt sein. Wie stehen Sie zu dieser Berechnung? Die Zahlen sind mir aus meiner Tätigkeit als Minister bekannt. Sie sind richtig. Es handelt sich bei diesen 400.000 Kriegsgefangenen um die in der gesamten Rüstung beschäftigten Kriegsgefangenen. Es ist ein falscher Schluss, dieses Affidavit, wenn es annimmt, dass diese Kriegsgefangenen alle mit der Herstellung von Rüstungsgegenständen im Sinne des Genfer Abkommens beschäftigt waren. Eine Statistik, wie viele Kriegsgefangene in den Rüstungsbetrieben beschäftigt wurden, die Rüstungsgegenstände im Sinne des Genfer Kriegsgefangenabkommens fertigten, wurde bei uns nicht geführt und kann daher auch nicht aus meinen Akten errechnet werden. Im Übrigen sind in diesen 400.000 Kriegsgefangenen etwa 200.000 bis 300.000 italienische Militärinternierte enthalten, die alle damals in den Bereich meiner Produktion überführt wurden. Es ist also mit diesem Affidavit nicht der Beweis gebracht, dass Kriegsgefangene mit der Herstellung von Rüstungsgegenständen an sich beschäftigt waren. Hier ist sehr oft die zentrale Planung erwähnt worden. Sie waren Mitglied der zentralen Planung. Können Sie mir die Entstehung der zentralen Planung und Ihren Aufgabenbereich näher schildern? Als ich mein Amt 1942 antrat, war es eine dringende Notwendigkeit, die Verteilung verschiedener Materialien zusammengefasst für die drei Wehrmachtteile vorzunehmen und die Steuerung der Kriegswirtschaft auf weite Sicht zu garantieren. Dies wurde bis dahin im Wirtschaftsministerium vorgenommen, zu einem anderen Teil im Oberkommando der Wehrmacht. Beide waren zu schwach, um sich den drei Wehrmachtteilen gegenüber durchzusetzen. Auf meinen Vorschlag wurde im März 1942 die zentrale Planung
vom Beauftragten für den Vierjahresplan errichtet. Entscheidungsberechtigt waren darin die drei Mitglieder Milchkörner und ich, und zwar nur durch gemeinsamen Beschluss, der aber immer ohne Schwierigkeiten herbeigeführt werden konnte. Es ist klar, dass ich aufgrund meiner überragenden Stellung in dieser zentralen Planung der ausschlaggebende Faktor war. Die Aufgaben der zentralen Planung waren klar umrissen und durch den von mir entworfenen Erlass Görings festgelegt. Eine Zusammenstellung der Forderungen an Arbeitskräften oder eine Verteilung der Arbeitskräfte war in diesem Erlass nicht vorgesehen. Diese Tätigkeit wurde von der zentralen Planung trotz der hier vorgelegten Dokumente nicht systematisch durchgeführt. Ich habe versucht, die Entscheidung über Anforderung und Verteilung der Arbeitskräfte durch die zentrale Planung zu erhalten. Da dies ein wesentlicher Faktor der Lenkung der Gesamtwirtschaft gewesen wäre. Dies wurde mir jedoch von Saugel als Einmischung in seine Rechte immer abgelehnt. Ich reiche hierzu den Erlass Görings über die Einrichtung einer zentralen Planung im Vierjahresplan. Er ist veröffentlicht am 25. April 1942 als Speerdokument 42 und Exhibit Nummer 7 ein. Herr Präsident, der Wortlaut befindet sich auf Seite 17 des englischen Dokumentenbuchs. Der Aufgabenkreis der zentralen Planung ist... Wait a minute. What number are you giving to it? On the document here, it's got sphere number 142. 142? Nein, das heißt, das muss ein Schreibfehler sein. Es muss 42 heißen. 42, Herr Präsident. What? Und es befindet sich... What's the exhibit number? 7. Speer 7. Also, Speer Exhibit 7. Well, what's 42 mean? I mean, what's the point of putting 42 on it if it's Exhibit number 7? Herr Präsident, das ist die Ordnungsnummer, unter der überhaupt das Dokument aufgenommen worden war, bei der Zusammenstellung des Dokumentenbuchs. Hier ist maßgeblich die Exhibit Nummer 7. Very well. Es ist nur zum erleichternden Auffinden im Dokumentenbuch, Herr Bill. Es befindet sich auf Seite 17 des englischen Textes. Und da darf ich die Aufmerksamkeit des Gerichts auf den Punkt 3 des Erlasses lenken. Danach hatte die zentrale Planung zu entscheiden über die notwendigen industriellen Neuplanungen, über den Ausbau der Produktion von Rohstoffen, über die Verteilung der Rohstoffe, wie auch über die Zusammenfassung der Forderungen an das Transportwesen.
In dem Erlass ist nicht vorgesehen die Regelung der Frage der Arbeitskräfte. Herr Speer, wie kam es nun, dass trotzdem in der zentralen Planung die Anforderung von Arbeitskräften besprochen wurde? Es sind alle 60 Sitzungen der zentralen Planung, die von 1942 bis 1945 stattgefunden haben, in den Stenogrammen erhalten. Diese 5000 Schreibmaschinenseiten geben einen klaren Tätigkeitsbericht über die Aufgaben der zentralen Planung. Es geht daraus für jeden Sachverständigen hervor, dass keine Arbeitseinsatzplanung vorgenommen wurde. Denn es ist klar, dass eine Arbeitseinsatzplanung mindestens in vierteljährlichen Abständen durchgeführt werden müsste, wie wir das für die Rohstoffe auch machen mussten. In der Tat wurden in der zentralen Planung 3 bis 4 Besprechungen über Arbeitseinsatz abgehalten. Diese drei bis vier Besprechungen kamen auf folgende Weise zustande. Ich hatte mir im Jahr 1942 und 1943, also bevor ich die gesamte Produktion zu leiten hatte, bei Einziehungsaktionen von Soldaten zur Wehrmacht das Recht zugestehen lassen, die einzelnen Quoten der Einziehungen in der Produktion auf die einzelnen Sektoren zu verteilen. Diese Verteilung wurde in der zentralen Planung als neutrales Gremium in einer Sitzung vorgenommen. Bei dieser Sitzung war selbstverständlich auch ein Vertreter von dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz vertreten, da ja gleichzeitig damit die Frage der Ersatzgestellung besprochen werden musste. Ein zweiter Sektor, der in der zentralen Planung besprochen wurde, war die Verteilung der Kohle für das nächste Jahr. Die Kohle steuerte, genau wie bei der englischen Produktion auch, unsere gesamte Kriegswirtschaft. Bei diesen Besprechungen musste gleichzeitig festgestellt werden, inwieweit der Bedarf an Arbeitskräften des Kohlebergbaus vom Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz befriedigt werden kann, da nur mit diesen Zusagen eine saubere Planung für das nächste Jahr vorgenommen werden konnte. Daraus entstanden die Besprechungen über den Einsatz von russischen Kriegsgefangenen im Bergbau, die hier zitiert worden sind. Es fanden darüber heraus 2 Sitzungen statt, in denen tatsächlich die Forderungen aller Bedarfsträger besprochen wurde. Zwar in einer Weise besprochen wurde, wie es die Anklage für die zentrale Planung für die gesamte Tätigkeit verallgemeinern möchte. Diese beiden Sitzungen fanden im Februar und März 1944 statt. Und weder vorher noch nachher wurden sie wiederholt. Dazu waren diese 2 Sitzungen während meiner Krankheit. Es war mir bereits damals unklar, wieso Saugel gerade während meiner Krankheit meinem Wunsch, die zentrale Planung mehr einzuschalten, nachgekommen war und sich danach wieder von dieser Zusage distanzierte.
Von der Anklage sind verschiedene Auszüge aus Sitzungen der zentralen Planung vorgelegt worden. Sind diese Auszüge nach Ihrer Kenntnis aus dem Stenogramm oder aus dem Protokoll der Sitzungen entnommen? Sie sind aus dem Stenogramm entnommen worden. Außer diesem Stenogramm wurde bei jeder Sitzung noch ein Protokoll angefertigt über das Sitzungsergebnis. Diese Protokolle sind das tatsächliche Ergebnis der Sitzung. Aus den Protokollen selbst ist kein Material von der Anklage hier vorgelegt worden besetzt. Das, was im Stenogramm vorgelegt wird, sind selbstverständlich Bemerkungen und Debatten, wie sie bei derartig wichtigen Gegenständen in jeder Kriegswirtschaft jedes Landes vorkommen, auch wenn die entsprechende Behörde nicht unmittelbar für die Fragen etwa des Arbeitseinsatzes verantwortlich ist. Handelt es sich demnach bei den Zitaten, die hier vorgekommen sind, um Entscheidungen, die in der zentralen Planung oder von Ihnen getroffen worden sind? Das ist ja schon beantwortet worden. Ich möchte nur noch eine Frage an Sie richten. Sie waren auch noch Rüstungsbevollmächtigter innerhalb des Rahmens des Vierjahresplans. Was hat es damit auf sich? Der Rüstungsbevollmächtigte im Vierjahresplan wurde ebenfalls im März 1942 von Göring auf meinen Vorschlag geschaffen und ich wurde zum Rüstungsbevollmächtigten ernannt. Dies war eine Formsache. Es war allgemein bekannt, dass Göring mit Todt, meinem Vorgänger, Streitigkeiten hatte, da die Heeresrüstung ihm im Vierjahresplan nicht unterstand. Ich hatte mich mit diesem Rüstungsbevollmächtigten Göring offiziell unterstellt. Tatsächlich ist der Rüstungsbevollmächtigte nicht wirksam geworden. Ich habe keinerlei Weisungen als Rüstungsbevollmächtigter herausgegeben. Ich hatte als Minister genügend Autorität und hatte es nicht notwendig, mich dabei der Autorität des Vierjahresplanes zu bedienen. Zur Erleichterung des Gerichtes ist es vielleicht gestattet, bei der Frage der zentralen Planung darauf hinweisen zu dürfen, dass sich die Zeugen Schieber im Fragebogen unter Nummer 4 und Nummer 45 und der Zeuge Kehrl unter Nummer 2 dazu geäußert hat. Ich komme jetzt zu der Frage der Verantwortlichkeit für die Zahl der ausländischen Arbeiter allgemein. Herr Speer, die Anklage erhebt den Vorwurf, dass Sie an der nach Deutschland gekommenen Gesamtzahl ausländischer Arbeiter eine Mitverantwortung haben. Ihr Mitangeklagter Saukel hat hierzu ausgesagt, dass er vordringlich für Sie gearbeitet hätte, sodass seine Tätigkeit durch Ihren Bedarf in der Spitze bestimmt worden sei.
Was haben Sie dazu festzustellen? Selbstverständlich habe ich von Saugel erwartet, dass er den Bedarf der Rüstung vordringlich abdeckt. Aber es kann nicht davon die Rede sein, dass er meinen Bedarf in der Spitze abgedeckt hat. Denn ich habe ab Frühjahr 1943 nur einen Teil der Arbeitskräfte erhalten, den ich benötigt hätte. Wenn mein Spitzenbedarf abgedeckt worden wäre, hätte ich alles erhalten müssen. Ich brauche hierzu nur ein Beispiel nennen. Es sind in der gleichen Zeit 200.000 Ukrainerinnen für die Haushaltungen bereitgestellt worden. Es ist sicher, dass ich damals der Meinung war, dass diese besser in der Rüstung beschäftigt würden. Es ist weiter klar, dass die Reserven an deutschen Arbeitskräften nicht ausgenutzt waren. Diese waren ab Januar 1943 noch immer reichlich vorhanden. Ich hatte ein Interesse an deutschen Arbeitskräften, auch an Frauen. Auch diese Nichtausnutzung der deutschen Reserven an Arbeitskräften zeigt, dass ich nicht für den für die Abdeckung des Spitzenbedarfs, für die Forderung an ausländischen Arbeitskräften insgesamt verantwortlich gemacht werden kann. Ich darf darauf hinweisen, dass ich über diese Frage in den Fragebögen der Zeugen Schmelter sich zu Punkt 12, 13 und 16, der Zeuge Schieber zu Punkt Nummer 22, der Zeuge Roland zu Punkt 1 und 4 und der Zeuge Kehrl unter Nummer 9 geäußert haben. Herr Speer, wenn Sie oder Ihre Dienststelle Arbeitskräfte anforderten, dann wussten Sie doch, dass darin ausländische Arbeitskräfte enthalten sein würden. Brauchten Sie diese ausländischen Arbeitskräfte? Ich brauchte sie nur zu einem Teil, von meinen Produktionsbedürfnissen aus gesehen. So konnte zum Beispiel die Kohle nicht ohne russische Kriegsgefangene auskommen. Hier wäre es unmöglich gewesen, die Reserven an deutschen Arbeitskräften, die in der Hauptsache aus Frauen bestanden, einzusetzen. Es gab weiter gewisse Spezialgebiete, bei denen es erwünscht war, ausländische Facharbeiter zu haben. Aber die Mehrzahl der Arbeitskräfte konnte durch Deutsche, auch durch Frauen, gestellt werden. Dies wurde in den Rüstungen Englands und Amerikas und sicher auch der Sowjetunion in großem Umfang durchgeführt. Can't you go on, Dr. Schlechter? There's no need to wait. Ich werde hierauf im Dokumentenbeweis
noch ausführlicher zurückkommen. Ich möchte mich noch einmal, Herr Speer, Ihrer Aussage vom 18. Oktober 1945 zuwenden. Sie haben darin mehrmals bestätigt, dass Sie wussten, dass die Arbeitskräfte aus besetzten Gebieten gegen ihren Willen nach Deutschland kamen. Die Anklage behauptet nun, dass Sie die Anwendung von Zwang und Terror gebilligt hätten. Was haben Sie hierzu zu sagen? Ich hatte auf die Art und Weise, wie die Arbeitskräfte beschafft wurden, keinen Einfluss. Wenn die Arbeitskräfte gegen ihren Willen nach Deutschland kommen, so verstehe ich darunter, sie werden durch gesetzliche Maßnahmen verpflichtet, Arbeit für Deutschland anzunehmen. Ob diese gesetzlichen Maßnahmen berechtigt waren oder nicht, habe ich damals nicht untersucht. Dies war auch nicht meine Angelegenheit. Unter Anwendung von Zwang und Terror verstehe ich dagegen polizeiliche Maßnahmen wie Festnahmen, Razzien und dergleichen. Diese Gewaltmaßnahmen billigte ich nicht. Das geht auch aus meiner Stellungnahme in der Besprechung bei Lammers vom 11. Juli 1944 hervor. Ich stellte mich damals auf den Standpunkt, dass weder eine Erhöhung der Polizeikräfte noch Razzien noch Gewaltmaßnahmen richtig seien. In diesem Dokument bin ich gleichzeitig als einer derjenigen aufgeführt, die gegen die dort vorgeschlagenen Gewaltmaßnahmen ihre Bedenken geäußert haben. Where is the document? Herr Präsident, das ist das Dokument 3819 PS, welches die Anklagebehörde im Kreuzverhör, ich glaube, des Angeklagten Keitel und des Angeklagten Saukel vorgelegt hat. Ich habe es ins Dokumentenbuch nicht aufgenommen. Herr Speer, warum waren Sie gegen derartige Gewaltmaßnahmen? Weil durch Gewaltmaßnahmen dieser Art ein geordneter Arbeitseinsatz in den besetzten Gebieten zerschlagen werden muss. Ich hatte aber ein Interesse an einer geordneten Produktion in den besetzten Gebieten. Bei Gewaltmaßnahmen gingen mir die Arbeitskräfte in den besetzten Gebieten verloren, denn es bestand die Gefahr, dass sie sich in zunehmendem Maße in die Wälder flüchteten, um nicht nach Deutschland zu müssen, und dass sie die Reihen der Widerstandsbewegungen stärkten. Dies aber führte wieder zu erhöhten Sabotagen und das wieder zur Einschränkung der Produktion in den besetzten Gebieten. Daher waren sowohl die Militärbefehlshaber wie die Oberbefehlshaber der Heeresgruppen als auch ich immer wieder gegen diese vorgeschlagenen Gewaltmaßnahmen größeren Stils. Waren Sie an der Arbeiterwerbung aus verschiedenen Ländern besonders interessiert? Und warum? Ja, ich war an der Arbeiterwerbung
aus Frankreich, Belgien, Holland, also aus dem Westen, und aus Italien besonders interessiert. Denn der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz hatte ab Frühjahr 1943 festgelegt, dass in der Hauptsache die Arbeitskräfte aus diesen Gebieten für die Rüstung zur Verfügung gestellt werden sollen. Dagegen sollten die Arbeitskräfte aus dem Osten für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, für den Bahnbau vorwiegend verwendet werden. Diese Festlegung hat Saugel mir gegenüber auch noch im Jahre 1944 mehrmals wiederholt. Ich darf hierzu, Herr Präsident, auf das Dokument 3012 PS, das ist USA Exhibit 190, verweisen. Es befindet sich auf Seite 19 des Englischen und Seite 16 des französischen Textes meines Dokumentenbuchs. Ich zitiere aus der Besprechung mit der Wehrwirtschaftsinspektion Süd in Russland. Volkert, der Beauftragte Saukels für Russland, legt darin fest, ich zitiere, es sei vorgesehen, dass die Arbeitskräfte aus den Ostgebieten, vor allem in der Land- und Ernährungswirtschaft, die Arbeitskräfte aus dem Westen, Klammer, insbesondere die von Minister Speer benötigten Fachkräfte, der Rüstungswirtschaft zuzuführen. Ende des Zitats. Und ferner in Dokument 1289 PS, das ist Exhibit Nummer RF71 und ist wiedergegeben auf Seite 42 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs, Seite 39 des französischen und deutschen Textes. Es handelt sich um einen Vermerk Saukels vom 26. April 1944. Ich zitiere, nur durch erneute Mobilisierung der Reserven in den besetzten Westgebieten kann der dringende Qualitätsarbeiterbedarf der deutschen Rüstung befriedigt werden. Die Reserven aus anderen Gebieten reichen dafür qualitäts- und zahlenmäßig nicht aus. Sie werden dringend benötigt für den Bedarf der Landwirtschaft, der Verkehrswirtschaft und der Bauwirtschaft. Die Arbeitskräfte aus dem Westen sind bereits von jeher zu 75% der Rüstung zugeführt worden. Ende des Zitats. Speaking for myself, I don't know what the problem you're trying to solve or what argument you're putting forward in the very least. I don't know what relevance this has all got. Herr Präsident, what does it matter whether the whether they came from the West or whether they came from the East. I understand your argument, or the defendant's argument, the armament industry under the Geneva Convention doesn't include a variety of branches of industry which go to, eventually, into armament and only relates to things which are directly concerned with munitions. But when you've placed that argument before us, what's the good of referring us to this sort of evidence? Yeah. I mean, I only want to know because I don't understand in the least what you're getting at. Herr Präsident, das ist die Vorbereitung
für die Frage, auf die wir jetzt kommen, nämlich die der Sperrbetriebe. Durch die Einrichtung der Sperrbetriebe wollte Speer den, wenn ich mich so ausdrücken darf, die Übertragung von Arbeitern aus dem Westen nach Deutschland praktisch abstoppen. Deswegen muss ich vorher da tun, dass bisher seine Arbeiter, die Arbeiter für seine Betriebe, sofern sie aus dem Ausland kamen, vorwiegend aus dem Westen kamen. Sodass ich da, ich will darlegen, dass... Well, supposing he did want to stop them from coming from the West, what difference does it make? Es wird doch Speer zur Last gelegt, Herr Präsident, dass er aktiv an der Deportation von Arbeitern aus dem Westen für seine Rüstungszwecke tätig gewesen sei. Nun kommt es auf das Datum an. Er sagt, vom Jahre 43 ab hat er eine andere Politik verfolgt. Und vorher sind, wie ja wohl aus der früheren Beweisaufnahme schon hervorgeht, die Arbeiter, die nach Deutschland gekommen sind, in weitgehendem Maße freiwillige Arbeiter gewesen. Well, of course, if you could prove that they were all voluntary workers, it would be extremely material. But you're not directing evidence to that at all. Das ist aber der Endzweck meiner Beweisführung, Herr Präsident. Ich möchte gern diesen Beweis führen, sobald es möglich ist. Well, I'm only telling you that I don't understand what the end is. Go on, don't wait any further. Herr Speer, von dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz für Italien und die besetzten sind Italien und die besetzten Westgebiete als die Länder bezeichnet worden, aus denen in der Hauptsache die ausländischen Arbeiter für Rüstungszwecke gestellt werden sollten. Wie weit billigten Sie in diesen Ländern Saukels Maßnahmen? Bis zum Frühjahr 1943 billigte ich sie in vollem Umfange. Bis zu diesem Zeitpunkt waren auch keine sichtbaren nachteiligen Folgen für mich eingetreten. Vom Frühjahr 1943 ab wurde die Ablehnung der Arbeitskräfte nach Deutschland zu gehen bei der Arbeiterschaft des Westens größer. Das hängt vielleicht zusammen mit der Niederlage bei Stalingrad und mit den verstärkten Fliegerangriffen auf Deutschland. Bis zum Frühjahr 1943 wurde nach meiner Kenntnis der Arbeitsverpflichtung mehr oder weniger willig nachgekommen. Vom Frühjahr 1943 ab jedoch kam oft nur noch ein Teil der aufgerufenen Arbeiter zu den Werbestellen. Ich richtete daher etwa ab Juni 1943 durch den Militärbefehlshaber in Frankreich die sogenannten Sperrbetriebe ein. Belgien, Holland und Italien folgten bald mit dieser Einrichtung nach. Wichtig ist, dass jeder Arbeiter, der in einem der Sperrbetriebe beschäftigt war,
automatisch von einem Einsatz nach Deutschland ausgenommen war und dass auch jeder Arbeiter, der nach Deutschland aufgerufen war, in einen Sperrbetrieb in seinem Lande gehen konnte, ohne dass den Organen des Arbeitseinsatzes die Möglichkeit gegeben war, diesen wieder aus diesem Betrieb herauszuholen. Welche Folgen hatte das für die Arbeiterwerbung in den besetzten Westgebieten? Der Arbeitseinsatz von den besetzten Westgebieten nach Deutschland ist nach der Einführung der Sperrbetriebe auf einen Bruchteil abgesunken. Während vorher im Monat 80.000 bis 100.000 Arbeitskräfte zum Beispiel von Frankreich nach Deutschland kamen, ist nach der Einführung der Sperrbetriebe diese Zahl auf 3.000 bis 4.000 im Monat, also auf eine unerhebliche Zahl, abgesunken. Wie aus dem Dokument RF22 hervorgeht. Es ist klar und muss dazu gesagt werden, dass die Verringerung dieser Zahlen selbstverständlich auch mit ein Ergebnis der Widerstandsbewegung ist, die im Westen in dieser Zeit anfing, sich auszubreiten. Haben Sie und Ihre Dienststellen zu diesem Zeitpunkt die Politik Saukels gebilligt? Nein, es gab in dieser Zeit die ersten schwereren Differenzen über die Sperrung dieser Arbeiter für den Arbeitseinsatz nach Deutschland. Das kam daher, dass der Verlust an Arbeitskräften, die ich in der Produktion der besetzten Gebiete hatte, größer war als die Arbeitskräfte, die von den besetzten Gebieten des Westens nach Deutschland kamen. Das geht aus dem Dokument RF22 hervor, nachdem noch im Jahr 1943, und zwar vorwiegend in der ersten Hälfte des Jahres, etwa 400.000 Arbeitskräfte von Frankreich nach Deutschland gekommen sind, die Produktion Frankreichs aber in derselben Zeit um 800.000 Arbeitskräfte abnahm und der für Deutschland arbeitende Anteil der Arbeitskräfte in der französischen Produktion um 450.000 Arbeitskräfte abnahm. Warum verlangten Sie im Sommer 1943 die Übernahme der deutschen Gesamtproduktion vom Wirtschaftsministerium? In der deutschen Produktion lag nach meiner Ansicht noch eine erhebliche Reserve, da die deutsche Friedenswirtschaft noch nicht in genügendem Umfang auf die Kriegswirtschaft umgestellt war. Neben den deutschen Frauen lag meiner Ansicht nach hierin die größte Reserve des innerdeutschen Arbeitseinsatzes. Was unternahmen Sie, als Sie vom Wirtschaftsministerium die gesamte Produktion übertragen erhielten? Ich hatte damals bereits folgenden Plan vorbereitet. In Deutschland wurde ein großer Teil der Industrie mit der Produktion von sogenannten Verbrauchsgütern beschäftigt. Verbrauchsgüter sind zum Beispiel Schuhe, Kleider, Möbel und andere Bedarfsartikel für die Wehrmacht und für den zivilen Bedarf. In den besetzten Westgebieten dagegen lagen die Kapazitäten
für diese Fertigungen still. Sie waren nicht ausgenutzt, weil die Rohstoffe fehlten. Diese Industrien hatten aber gerade in den besetzten Westgebieten einen besonders hohen Stand. Ich habe in der Durchführung dieses Planes die in Deutschland erzeugten Rohstoffe, wie zum Beispiel die künstliche Wolle, den deutschen Betrieben entzogen und sie nach dem Westen geliefert. Es sollte im Endergebnis dadurch 1 Million Arbeitskräfte im Westen mehr in Arbeit gebracht werden, im Lande mehr in Arbeit gebracht werden. Und dadurch konnte ich in Deutschland 1 Million deutsche Arbeitskräfte für die Rüstung gewinnen. Wollten Sie die Rüstungsproduktion nicht auch in Frankreich steigern bzw. fördern? Nein, alle diese Pläne waren misslungen. Es ist der französischen Regierung vor dem Ausbruch des Krieges nicht gelungen, eine Rüstungsproduktion in Frankreich aufzuziehen. Und ich bin an dieser Aufgabe, vielmehr meine Organe sind an dieser Aufgabe auch gescheitert. Was beabsichtigten Sie mit diesem neuen Plan? Welche Vorteile brachte er für Sie? Ich will es nur ganz kurz ausführen. Ich konnte durch diesen Plan in Deutschland ganze Betriebe für die Rüstung stilllegen und bekam dadurch nicht nur Arbeitskräfte, sondern Fabrikraum, Verwaltungspersonal frei. Ich bekam Strom, Verkehrsvolumen frei und zudem hatten diese Betriebe, da sie nie kriegswichtig waren, fast keine ausländischen Arbeitskräfte erhalten, sodass ich dadurch... Brachte ein solcher Plan nicht für die Deutschlands industrielle Entwicklung Gefahren und Nachteile mit sich? Die Nachteile waren erhebliche. Da jede Stilllegung eines Betriebes eine Herausnahme der Maschineneinrichtungen bedeutet und nach Beendigung des Krieges dann eine Umstellung dieser Betriebe auf die Friedenswirtschaft mindestens 6 bis 8 Monate in Anspruch nimmt. Ich habe damals auf einer Gauleitertagung in Posen ausgeführt, dass aber, wenn wir in diesem Krieg Erfolg haben wollen, wir auch diejenigen sein müssen, die die größeren Opfer auf sich nehmen. Wie wurde nun dieser Plan in die Wirklichkeit umgesetzt? Well, Dr. Fleischner, what's the Tribunal got to do with the details of these plans? What do we care whether his plans were efficient or whether they were inefficient? The only question this Tribunal's got to decide is whether they were legal, in accordance with the Charter, or international law. Doesn't matter to us whether his plans were good plans or bad plans, or what the details of the plans were, except insofar as they're legal or illegal. Jawohl, Herr Präsident. It's a mere waste of our time, you know, to go into the details of these plans. Ich wollte damit dartun, dass die Tendenz, oder sagen wir die Tendenz, die der Angeklagte in der Arbeitseinsatzpolitik verfolgte, eben die war, den Ausländer in seiner Heimat zu beschäftigen und die deutschen Reserven ausschließlich für seine eigenen Zwecke, für die letzten Zwecke der Rüstung, für sich in Anspruch zu nehmen. Also alles, was nicht unbedingt... That's what I'm pointing out to you. That's a question of efficiency, not of legality. What he's saying is that we'd got a lot of German workers who were good workers who weren't doing enough. They were producing consumer goods instead of producing armament goods. And I thought it better to institute S industries,
so that the workers could remain in France or the other Western countries. What have we got to do with that? If they were forced to work there, it's just as illegal if they've been brought to Germany to be forced to work. At least that's the suggestion that was made by the prosecution. Ja. Ich dachte aber und glaubte es... We'll adjourn now. Richtig. Aber das ist ein großer Unterschied, denn die französische Regierung... Weil die annehmen dann da, dass die Hessbetriebe ja auch keine direkten Rüstungsbetriebe im Sinne des2 o'clock tomorrow afternoon on the question of the apportionment of time for the defendant's counsel's speeches. Herr Speer, wollen Sie uns kurz zusammenfassend sagen, wie Sie mit Herrn Bichelon, dem französischen Wirtschaftsminister, über Ihr Programm sich geeinigt haben? Aber wollen Sie das bitte zusammenfassen, ja? Sofort nach Übernahme der Produktion im September 1943 habe ich mit Bichelon vereinbart, dass ein großes Verlagerungsprogramm von Deutschland nach Frankreich in dem von mir bereits geschilderten System zur Durchführung kommt. Bichelon erklärte in einer anschließenden Besprechung, dass er zwar nicht autorisiert sei, mit mir über den Arbeitseinsatz zu sprechen, im Gegenteil habe ihm Laval das ausdrücklich untersagt. Er müsse darauf aufmerksam machen, dass eine Fortsetzung der Arbeiterwerbungen im bisherigen Umfange das zwischen uns besprochene Programm unmöglich machen würde. Ich war derselben Meinung. Wir kamen daher überein, die gesamte französische Produktion, von der Kohle angefangen bis zum Fertigprodukt, zu Sperrbetrieben zu erklären. Wir waren uns beide dabei vollständig im Klaren, dass dies den Arbeitseinsatz nach Deutschland fast unmöglich machen wird. Denn wie ich bereits gesagt habe, stand es jedem Franzosen frei, bei seinem Aufruf nach Deutschland in einen dieser Sperrbetriebe zu gehen. Ich gab Bichelon mein Wort, dass ich diese Linie auf weite Sicht einhalten werde. Und dieses Wort habe ich ihm trotz aller Schwierigkeiten gehalten. Herr Präsident, ich darf hierzu aus dem Dokument R-124, das ist USA Exhibit Nummer 179, zitieren. Es befindet sich auf Seite 37 des englischen Dokumentenbuchs. Es handelt sich da um eine schon mehrfach berührte Rede Saukels vor der zentralen Planung. Ich zitiere daraus nur: Meine Dienststellen in Frankreich haben mir das nächste Mal, als ich hingekommen bin, erklärt.
Der Minister Bichelon hat mit Minister Speer ein Abkommen getroffen. Wonach nur noch französische Arbeiter für den Einsatz in Frankreich in Frage kommen. Und nach Deutschland keine mehr zu gehen brauchen. Das traf zusammen mit der ersten großen Verhandlung. Ende des Zitats. Herr Speer, welche Folge trat nun für den Arbeitseinsatz von Deutschland nach Frankreich ein? Das habe ich bereits beantwortet. Der Arbeitseinsatz war damit schlagartig vom 1. Oktober ab fast vollständig stillgelegt. Ich werde über die Auswirkungen dieses Speer-Bichelon-Plans und der von Speer befolgten Tendenz bei den verschiedenen Versuchen, das Prinzip durchzuführen, anhand der Dokumente später noch ausführlich zurückkommen. Ich will daher jetzt die Befragung über diesen Gegenstand nicht fortsetzen und möchte mich lediglich darauf beschränken, aus dem amtlichen französischen Dokument RF22, das ist Seite 20 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs, Seite 17 des deutschen und des französischen Textes, zu zitieren. Es heißt dort in dem Bericht, ich zitiere: Schließlich setzte eine wahre Feindseligkeit zwischen Sauckel und Speer, welcher mit der Organisation der Zwangsarbeit in den besetzten Gebieten beauftragt war, ein. Und einige Zeilen weiter: Die Überlegenheit der Erstgenannten auf den Zweiten, die sich im Lauf der 7 Besatzungsmonate immer deutlicher bemerkbar machte, erleichterte weitgehend den Widerstand gegen die Verschleppung. Aus dem vorhergehenden Text geht hervor, dass mit dem Erstgenannten hier der angeklagte Speer und der Militärbefehlshaber gemeint sind. That's all cumulative. Ja. That's all cumulative to what you've been proving. Ja. You've proved it 3 or 4 times already. Gut. Jawohl. Ich werde mich das nicht weiter fortsetzen. Nur zur Richtigstellung, Herr Speer. In diesem Dokument heißt es, Sie hätten was mit der Organisierung der Zwangsarbeit in Frankreich zu tun gehabt. Stimmt das? Nein, die Organisation der Arbeit in Frankreich unterstand mir nicht. Gut. Sie haben schon angedeutet, dass dieses Verlagerungsprogramm nicht nur auf Frankreich beschränkt war. Wollen Sie mir angeben, auf welche Länder es noch ausgedehnt wurde? Ich fasse gleich die nächsten Fragen mit zusammen. Das Programm wurde ausgedehnt auf Belgien, Holland, Italien, Tschechoslowakei. Dort wurde auch die gesamte Produktion zu Sperrbetrieben erklärt. Und diese wurden mit dem gleichen Schutz für die Arbeitskräfte ausgestattet wie in Frankreich auch. Auch nach der Sitzung bei Hitler vom 4. Januar 1944, in der das neue Programm für das Jahr 1944 für den Westen festgelegt wurde, hielt ich an dieser Politik fest. Die Folge davon war, dass im ersten Halbjahr 1944 von Frankreich nach Deutschland 33.000 Arbeitskräfte kamen, gegenüber 500.000 Arbeitskräften, die vorgesehen waren in dieser Besprechung, und in den anderen Ländern auch etwa nur 10% der vorgesehenen Arbeitskräfte nach Deutschland kamen. Wie
Wie war es mit den Zahlen der einzelnen Arbeitskräfte aus dem Protektorat? Ich sagte etwa überall nur ein Bruchteil. Es ist von der Anklagebehörde ein Dokument 1739 PS, Exhibit RF 10. Es befindet sich auf Seite 23 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs. Ein Bericht Saukels vom Dezember 42. Und ferner ein Dokument 12290 PS auf Seite 24 des englischen Textes. Vorgelegt worden. Aus diesen Urkunden scheint mir hervorzugehen, dass nach eigenen Feststellungen Saukels vom Beginn seiner Tätigkeit bis einschließlich März 43 ein Überangebot an Arbeitskräften vorlag. Stimmt das? Das stimmt, ja. Aus Dokument 16 PS, das ist US-Exhibit Nummer 168, es befindet sich auf Seite 25 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs, geht weiter hervor, dass Saukel den Einsatz der deutschen Frau für die Rüstung nicht befürwortet hat. Dagegen im Sommer 42 mehrere hunderttausend ukrainische Mädchen für deutsche Haushaltung zur Verfügung stellte. Diese drei Dokumente zeigen zusammen, dass Speer und sein Ministerium nicht für die Gesamtzahl, sondern überhaupt für die Zahl der nach Deutschland gekommenen Arbeitskräfte verantwortlich gemacht werden kann. Möchte ferner ein Dokument überreichen als Speer-Exhibit Nummer 8. Im Dokumentenbuch, Herr Präsident, ist es bezeichnet mit 02 und befindet sich auf Seite 26 des englischen Textes. Es ist eine Sitzung der zentralen Planung. Dr. Fleischner, you're not stating the exhibit numbers of any of these documents, so that you're not offering them properly in evidence at all. I mean, you're referring now to 02, which is some numbering which we've got nothing whatever to do with. Also, dann darf ich diese Urkunde als Exhibit Nummer 8 überreichen. Well, what about the one before? What about, that's already in, yes. Well. Ich möchte zitieren. Es handelt sich um eine Bemerkung Speers. Dazu ist wieder nötig, dass wir neue deutsche Kräfte, auch ungelernte Kräfte in die Betriebe bringen. Denn ich kann nicht alles, was wir an Soldaten abgeben müssen, durch Ausländer ersetzen. Die deutsche Decke wird einfach zu gering. Wir haben heute schon bei der Granatenfertigung einen Rohrkrepierer nach dem anderen und wissen nicht, woher das kommt. Sabotagefälle können schon vorkommen. Die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um mindestens 1 Million Deutsche in die Rüstungsbetriebe zu überführen, sind außerordentlich hart und werden nach meiner Auffassung nach den gesamten Lebensstandard der oberen Schicht herabdrücken. Das bedeutet also, dass wir für die Dauer des Krieges, ganz grob gesagt, verproletarisieren, wenn der Krieg lange dauert. Dieser Sache muss man kühl und nüchtern ins Auge sehen. Es bleibt also nichts anderes übrig. D.
diese Auffassung Speers von einer schärferen Ausnutzung der Reserven an Arbeitskräften innerhalb Deutschlands? Wurde bis zum Sommer 1944 nicht verwirklicht. Und dies war ein Streitpunkt zwischen Speer einerseits und Sauke und den Gauleitern andererseits. Hierüber verhalten sich die Aussagen der Zeugen in den Fragebögen. Und ich darf zur Erleichterung des Gerichts verweisen, bei Schieber ist es die Antwortfrage auf Frage 22, bei Roland die Frage zu 1 und 4, bei Kehr die Antwort Nummer 9, bei Schmelter die Frage 13 und 16. Ich kann leider nicht die Seitenzahlen des englischen Buches angeben, Herr Präsident, denn ich habe das noch nicht gesehen. What was the document you were referring to? Herr Präsident, es sind die Fragebögen, die beantworteten Fragebögen im Ergänzungsband meines Dokumentenbuchs, von dem ich hoffe, dass er jetzt dem Gericht vorliegt. Yes, it is. Im Einzelnen möchte ich mir vorbehalten, die Dokumente am Schluss meiner Befragung in toto zu überreichen. Ich habe mir nur erlaubt, hier auf die Punkte hinzuweisen, in denen die Zeugen sich dazu geäußert haben. Sehr gut. Über die verschiedenen Auffassungen von Sorkel und Speer unterrichtet weiterhin eine Besprechung Speers auf der Sitzung der zentralen Planung vom 21. Dezember 1943. Das befindet sich auf Seite 27 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs. Und 21. Dezember. Es wird bei mir Exhibit Nummer 9. Ich zitiere. It's not necessary to quote it, Dr. Fleischner. Good. I thought I'd made clear to you that we're not concerned with the efficiency or the inefficiency of these plans. Herr Speer, ein wichtiges Dokument der Anklage ist die Niederschrift der Sitzung bei Hitler am 4. Januar 1944. Die unter Nummer 1292 PS als USA Exhibit 225 eingereicht worden ist. Ich darf Bezug nehmen auf Seite 28 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs. Wie kam diese Sitzung zustande? Sie wurde auf Wunsch Hitlers einberufen. Aus welchem Grund? Um die Streitigkeiten zwischen Saugel und mir zu beenden. Was war die Entscheidung Hitlers? Die Entscheidung war ein unbrauchbarer Kompromiss, wie oft bei Hitler. Die Sperrbetriebe sollten aufrechterhalten werden und Sauge ließ sich dazu den Auftrag geben, 3,5 Millionen Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten zu holen. Dabei gab Hitler schärfste Weisung über OKW an die Militärbefehlshaber, den Forderungen Saugels mit allen Mitteln nachzukommen. Waren Sie mit dieser Entscheidung einverstanden? Nein, keineswegs. Denn mit Ihrer Durchführung musste das Verlagerungsprogramm von mir nach dem Westen zusammenbrechen. Was unternahmen Sie darauf? Ich unterrichtete im Gegensatz
zu der Entscheidung Hitlers in dieser Sitzung. Der Militärbefehlshaber in meinem Sinne. Sodass bei dem zu erwartenden Befehl des OKW an den Militärbefehlshaber dieser zwei Auslegungen der Sitzung auf seinem Tisch hatte. Da der Militärbefehlshaber mehr in meinem Sinne eingestellt war, war zu erwarten, dass er auch meiner Linie folgen wird. Ich darf hierzu ein Dokument überreichen, welches sich auf Seite 29 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs, Seite 26 des deutschen und französischen Textes befindet. Es handelt sich um das Fernschreiben Speers an den General Stutt in Paris. Es wird Exhibit Nummer 10. Aus diesem Schreiben geht zweierlei hervor. Erstens, Speer schreibt, ich zitiere, hinsichtlich der besetzten Westgebiete wird Gauleiter Sauckel zunächst mit den zuständigen Stellen in Verhandlung treten, um die Art und Möglichkeit der Durchführung zu klären. What's the point of reading there? Herr Präsident, die Anklagebehörde hat diese Urkunde 1292 PS vorgelegt, um zu beweisen, Defendants just told us what's in the document. He's told us the substance of the whole affair, and we quite understand what the difference of opinion between Sarko and Speer was. Yes. Ja, dieses Dokument zeigt nun die Reaktion des Angeklagten, was er getan hat, um diesen Beschluss Hitlers an sich zu konterkarieren gewissermaßen oder jedenfalls abzuschwächen. In diesem Schreiben sagt der Angeklagte an den General Stutt, the tribunal has given you the clearest possible indication of the view which they take about these matters of different plans and differences of view between Sarkel and Speer. Why don't you pass on to some other part of your case, if there is any other part of it? Herr Präsident, ich will auch nicht hier die Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden erörtern, sondern ich will da tun, was Speer unternommen hat, um seinen Standpunkt in der Praxis zur Durchführung zu bringen. Also das bezieht sich gar nicht. The tribunal considers that that's irrelevant. Gut. As I said just now, the defendant has told us what he did. It's not necessary to read it all out to us again. Jawohl. Ich darf dann weiter vorlegen, ein Dokument, welches sich auf Seite 30 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs, Seite 27 des deutschen und französischen Textes befindet. Es handelt sich um ein Schreiben Speers an Sauckel vom 6. Januar 1944. Und in diesem Schreiben wird festgelegt, dass für die in Frankreich beschäftigten Betriebe der französischen Industrie sofort 400.000 Arbeitskräfte und weitere 400.000 Arbeitskräfte in den nächsten Monaten zu reservieren sind. Diese also
der Deportation entzogen werden. Welche Folgen hatten diese beiden Schreiben, Herr Speer, auf den Befehl Hitlers, 1 Million Arbeitskräfte allein aus Frankreich nach Deutschland zu bringen? Ich glaube, ich möchte am liebsten den ganzen Komplex zusammenfassen hier, kurz einige Worte darüber sagen. Es gab bei uns eine Technik, wie man Befehle Hitlers, die unbequem waren, umgehen konnte. Jodl hat bereits ausgesagt, dass er auf seinem Gebiet eine derartige Technik auch entwickelt hatte. Und natürlich sind die Schreiben, die hier vorgelegt werden, nur für den Kenner klar, was sie bedeuten und wie ihre Auswirkung sein musste. Es geht weiter aus dem Dokument, das vorgelegt wird hier als aus der Rede Saugels vom 1. März 1944 hervor, wie diese Auswirkungen im Arbeitseinsatz in den Westgebieten waren. Das Ergebnis ist klar und ich habe es bereits hier dargestellt. Ich glaube, wir können auf Seite 49 weitermachen. Das ist Seite 49 in unserem... Nein. Herr Speer, können Sie mir Aufschluss geben über die Fragen? Über die Folgen der Fliegerangriffe auf das Verkehrssystem in den besetzten Westgebieten. Ja, ich möchte hier auch gleich einige Fragen zusammenfassen. Fassen Sie das zusammen. Der Beginn der Invasion wurde eingeleitet oder vorbereitet durch starke Fliegerangriffe auf das Verkehrssystem in den besetzten Westgebieten. Die Folge davon war, dass ab Mai, Juni 1944 die Produktion in Frankreich stilllag und dass 1 Million Arbeitskräfte ohne Arbeit war. Damit war für mich die Idee der Produktionsverlagerung zusammengebrochen. Und nach den normalen Erwartungen auch der französischen Dienststellen glaubte man nun, dass eine große Aktion nach Deutschland einsetzen wird. Ich habe den Befehl gegeben, dass trotz dieser Stilllegung der gesamten französischen Industrie die Sperrbetriebe weiter aufrechterhalten bleiben. Und zwar, obwohl ich als Fachmann wusste, dass ihre Wiederinbetriebnahme bei den großen Schäden am Verkehrsnetz, auch bei vollständigem Aussetzen der Fliegerangriffe, nicht vor 9 bis 12 Monaten wieder möglich ist. Ich handelte hier also gegen meine Interessen. Die französische Anklage bestätigt das im Dokument RF 22, dass die Stellen sind im Dokumentenbuch verzeichnet. Ich hatte zwischen 19. und 22. Juni bei Hitler eine Besprechung und ließ mir eine Entscheidung geben, nach der die Arbeitskräfte in den besetzten Westgebieten trotz der Transportschwierigkeiten auf jeden Fall an Ort und Stelle zu bleiben haben. Seyß-Inquart hat bereits ausgesagt, dass wir für Holland eine gleiche Entscheidung getroffen haben. Wir haben auf meine Weisung den Arbeitskräften in diesen Sperrbetrieben sogar den Lohn weitergezahlt. Ich reiche hierzu als Speer Exhibit Nummer 12 ein Auszug aus Führerbesprechung vom 19. bis 22. Juni 1944 ein. Bitte davon Kenntnis zu nehmen. Dieses
Dokument befindet sich auf Seite 22 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs. Und bitte davon Kenntnis zu nehmen. Herr Speer, Ihnen musste doch klar sein, dass mit der von Ihnen getroffenen Entscheidung mindestens 1 Million Arbeitslose für längere Zeit unproduktiv sein würden. Und zwar in den gesamten Westgebieten. Womit konnten Sie diese Entscheidung rechtfertigen? Ich muss offen sagen, dass dies meine erste Entscheidung war, die ihre innere Begründung in der katastrophal verschlechterten Kriegslage hatte. Die Invasion war gelungen, die schweren Fliegerangriffe auf die Produktion brachten entscheidende Einbrüche. Damit war ein baldiges Kriegsende vorauszusehen und hierdurch für mich eine andere Situation eingetreten. Die Folgerungen aus dieser Situation werden an manchen anderen Beispielen im weiteren Verlauf des Verfahrens noch von mir dargestellt werden. Hitler war selbstverständlich in dieser Zeit nicht dieser Meinung. Er glaubte im Gegenteil, dass alles getan werden müsste, um auch die letzten Kräfte einzusetzen. Wollen Sie kurz Ihre Stellungnahme zu der Verhandlung vom 11. Juli 1944 geben, auf die wir vorhin schon einmal angespielt haben? Es war das Dokument 3819 PS, aber nur ganz kurz. Ich behielt auch in dieser Sitzung vom 11. Juli meinen Standpunkt bei. Ich verwies wieder auf die Reserven in Deutschland, wie aus dem Protokoll hervorgeht, und gab die Entscheidung bekannt, dass die Transportschwierigkeiten keinen Einfluss auf die Produktion haben dürfen und dass die Sperrbetriebe in diesen Gebieten aufrechterhalten bleiben müssen. Es war mir und den anwesenden Militärbefehlshabern der besetzten Gebiete vollständig bekannt, dass damit die bekannten Folgen für die Sperrbetriebe weiter aufrechterhalten bleiben, das heißt Abstoppen des Arbeitseinsatzes aus den besetzten Westgebieten nach Deutschland. Die französische Anklagebehörde hat ein Dokument unter Nummer 823 in der Sitzung vom 30. Mai, wenn ich recht erinnere, anlässlich des Kreuzverhörs des Mitangeklagten Sauckel vorgelegt. Nach diesem Befehl sollen im Westen durch Truppen Arbeitskräfte erfasst werden. Wollen Sie sich dazu kurz äußern? Es wird um Ihnen Ihrem Gedächtnis nachzuhelfen. In diesem Telegramm wird sich auf die Sitzung vom 11. Juli bezogen. Das Protokoll der Sitzung zeigt, wie ich schon gesagt habe, klar genug, dass ich gegen die Gewaltmaßnahmen eingestellt war. Den Befehl Keitel selbst habe ich nicht gesehen. Gut. Unter 824, unter Nummer 824 hat die französische Anklagebehörde bei der gleichen Gelegenheit ein Schriftstück des Generals von Kluge vom 25.07.44 vorgelegt, welches auf dieses vorerwähnte Schriftstück Telegramm Keitels Bezug nimmt. Wissen Sie etwas darüber, ob dieser Befehl jemals durchgeführt worden ist? Ich weiß, dass dieser Befehl nicht durchgeführt wurde. Es ist zum Verständnis der Lage notwendig,
sich in die Atmosphäre hereinzudenken, die in diesen Tagen um den 20. Juli herum war. Damals wurden nicht mehr alle Befehle der Führung durchgeführt. Wie nach dem 20. Juli aus der Untersuchung hervorging, hat bereits damals Kluge als der Oberbefehlshaber West Kapitulationsverhandlungen mit dem Westgegner geplant und wahrscheinlich die ersten Versuche unternommen. Das war auch der Grund seines Selbstmordes nach dem Scheitern des 20. Juli. You gave the numbers 1824. What does that mean? Achthundertvierundzwanzig ist die Nummer, die dieses Dokument von der französischen Anklagebehörde erhalten hat. Unter dieser Nummer hat sie es vorgelegt. Leider kann ich nicht die Exhibit-Nummer erfahren. Ich habe danach nachgefragt, aber sie noch nicht erhalten. Ich sehe gerade, es ist RF 1515 als Exhibit-Nummer. Thank you. Es ist ausgeschlossen, dass Kluge in dieser militärischen Lage, dass Feldmarschall Kluge in dieser militärischen Lage und mit seiner Grundeinstellung Befehle zu Razzien und Gewaltmaßnahmen gab. Die in diesem Dokument erwähnte Freigabe des Saugel-Laval-Abkommens hat praktisch nichts zu bedeuten, da ja die Sperrbetriebe aufrechterhalten blieben und dadurch dieses Abkommen nicht wirksam werden konnte. Das war den Dienststellen in Frankreich gut bekannt. Der beste Beweis dafür aber, dass dieser Befehl nicht durchgeführt wurde, ist das Dokument RF-22 der französischen Anklage, aus dem er vorgeht, dass im Juli 1944 nur 3000 Arbeitskräfte von Frankreich nach Deutschland gekommen sind. Es wäre bei militärischen Gewaltmaßnahmen ein leichtes gewesen, statt dieser 3000 Arbeitskräfte eine sehr viel größere Zahl von Frankreich nach Deutschland zu bringen. Haben Sie Ihren Einfluss geltend gemacht und den Arbeitseinsatz aus den besetzten Gebieten nach Deutschland vollständig abzustoppen? Nein, ich muss hier offen sagen, dass ich zwar meinen Einfluss geltend gemacht habe, um die Arbeiterwerbungen einzuschränken oder um Razzien und Gewaltmaßnahmen zu verhindern, aber nicht, um den Arbeitseinsatz vollständig abzustoppen. Ich gehe nun zu einem anderen Thema über. Von der Anklage ist berührt worden und erörtert worden die Organisation TOT. Können Sie dem Gericht die Aufgaben der Organisation TOT kurz schildern? Ich werde hier auch einiges zusammenfassen. Die Organisation TOT hatte ausschließlich technische Aufgaben, das heißt technische Bauten durchzuführen. Es war im Osten in der Hauptsache Bahnbau, Straßenbau, im Westen der Bau von Betonbunkern, wie sie im sogenannten Atlantikwall bekannt geworden sind. Hierzu
beschäftigte die Organisation dort in einem unverhältnismäßig hohen Umfang ausländischer Arbeitskräfte, und zwar im Westen etwa auf einen deutschen Arbeiter 20 ausländische Arbeitskräfte, in Russland etwa auf eine deutsche Arbeitskraft 4 russische Arbeitskräfte. Das war nur durchzuführen, wenn die Organisation TOT sich im Westen weitgehend der einheimischen Baufirmen mit ihren Arbeitsstäben bediente. Diese brachten das technische Führungspersonal mit. Diese Firmen haben die Arbeitskräfte selbst angeworben. Und es ist klar, dass diesen Firmen keine Möglichkeiten der Zwangswerbung zur Verfügung standen. Es ist daher ein sehr großer Teil der in der Organisation TOT beschäftigten Arbeitskräfte freiwillig. Es ist aber klar, dass immer ein gewisser Prozentsatz durch Dienstverpflichtung in der Organisation TOT beschäftigt war. Die Organisation TOT wurde hier als ein Teil der Wehrmacht bezeichnet. Es ist der Form nach hier nur festzustellen, dass darunter natürlich nicht die ausländischen Arbeitskräfte zählten, sondern nur die deutschen Arbeitskräfte, die selbstverständlich in besetzten Gebieten in irgendeiner Form in die Wehrmacht eingegliedert sein mussten. Die Anklage hatte hiervon eine andere Auffassung. Außer der Organisation TOT gab es noch Transporteinheiten meines Ministeriums, die in den besetzten Gebieten arbeiten. Aus einem bestimmten Grund lege ich Wert darauf festzustellen, dass diese grundsätzlich freiwillig angeworben war. Die Anklage hat behauptet, dass die Organisation TOT die umfassende Organisation für alle militärischen Bauten in den besetzten Gebieten war. Das ist nicht der Fall. Sie hatte etwa ein Viertel bis ein Fünftel des Bauvolumens durchzuführen. Im Mai 1944 wurde die Organisation TOT auf das Reich übernommen. Sie hat dort die Verantwortung für einzelne große Bauvorhaben übertragen bekommen. Und im Übrigen die Steuerung des sogenannten Apparates des Generalbevollmächtigten für die Bauwirtschaft im Vierjahresplan. Diese Generalbevollmächtigte für die Bauwirtschaft verteilte die Kontingente, die er von der zentralen Planung bekam, und hatte sonstige Steuerungsaufgaben, hatte aber keine Verantwortung für die Baudurchführung und Bauaufsicht. Dafür gab es im Reiche die verschiedenen staatlichen Behörden. Und hier handelte insbesondere in eigener Verantwortung die SS-Bauverwaltung mit den von ihr durchgeführten Bauten. Die Anklagebehörde hat nun behauptet, dass sie die Beschäftigung von Häftlingen aus KZ-Lagern in der Rüstungsindustrie verursacht hätten und hat hierfür Dokument R124, U-Exhibit Nummer 179 vorgelegt. Herr Präsident, es befindet sich dieses Dokument auf Seite 47 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs. Es handelt sich um eine Besprechung mit Hitler im September 1942. Wie kam es zu dieser Besprechung, Herr Speer? Als ich im Februar 1942 die Heeresrüstung übernahm, wurden erhebliche Steigerungen auf allen Gebieten verlangt. Und dazu waren zahlreiche Fabrikneubauten notwendig. Himmler bot hierzu seine Konzentrationslager an, sowohl bei Hitler als auch bei mir. Sein Plan war,
in den Konzentrationslagern. Ein Teil dieser notwendigen Neubauten mit Maschineneinrichtungen zu errichten und sie dort unter der Leitung der SS arbeiten zu lassen. Gegen diesen Plan war der Chef der Heeresrüstung, Generaloberst Fromm, und auch ich eingestellt. Abgesehen von allgemeinen Gründen war es einmal, um unkontrollierte Waffenherstellung der SS zu verhindern, und zweitens, weil zu erwarten war, dass die technische Lenkung in diesen Betrieben mir entzogen wird. Daher habe ich bei der Durchplanung des großen Erweiterungsprogrammes der Rüstung im Frühjahr 1942 diese SS-Forderung nicht berücksichtigt. Himmler ging zu Hitler und das Besprechungsprotokoll, das hier vorliegt, ist die Abwehr gegen die Wünsche, die Hitler in Verfolg der Anregungen Himmlers bei mir geltend machte. Ich darf hier, Herr Präsident, auf Seite 44 des deutschen Textes, Seite 47 des englischen Textes, ne, verweisen. Das ist Punkt 36 eines Führerprotokolls. Es heißt doch... Page 47 of the English text. Ja. Ja. Jawohl. Came through differently. Es heißt dort, ich zitiere, dass es über eine geringe Menge von Arbeitern hinaus es nicht möglich sein wird, in den Konzentrationslagern eine Rüstungsfertigung aufzuziehen, denn... But, Dr. Fleischner, the witness has just given us the substance of it, haven't he? Jawohl. Herr Speer, Sie machten also nach diesem Dokument den Vorschlag, Fabriken ganz und gar mit Häftlingen aus den Konzentrationslagern als Arbeitern zu besetzen. Haben Sie das durchgeführt? Nein, das wurde in dieser Form nicht durchgeführt, denn es stellte sich bald heraus, dass Himmler den Ehrgeiz hatte, auf diese Betriebe Einfluss zu nehmen, und es wäre ihm wahrscheinlich auf irgendeinem Wege und gelungen, diese Betriebe sich zu unterstellen. Daher wurde nur ein Teil, grundsätzlich nur ein Teil des Betriebes der Belegschaft, bestand nur ein Teil der Belegschaft aus Konzentrationslagerhäftlingen, um diesen Bestrebungen Himmlers entgegenzuwirken. Dadurch kam es zu den Arbeitslagern bei den Rüstungsbetrieben. Auch die Beteiligung von 5-8% an Waffen, die hier vorgesehen war, ist niemals an Himmler ausgegeben worden durch eine Vereinbarung mit dem General des Heeresstabes beim OKW General Buhle. Wurde das verhindert? Der Zeuge wird das noch aussagen. Ich darf dann weiter verweisen auf das auf Seite 48 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs wiedergegebene Dokument 1584 PS. Das ist US Exhibit Nummer 221. Es handelt sich um ein Schreiben Himmlers an Göring vom 9.3.44. Und das heißt dort, dass Himmler betont, wenn seine Verantwortlichkeit, also seine der SS-Verantwortlichkeit, vergrößert würde, ein höheres Tempo des Gesamtbetriebes und bestimmt größere Ergebnisse zu erwarten seien.
aus dem Begleitschreiben Pohls an Himmler ergibt sich das Bestreben, Überwachung und Kontrolle des Einsatzes der KZ-Häftlinge oder sogar Einsatz der SS als verantwortlicher Betriebsführer würde in Vorschlag gebracht werden. Der bloße Einsatz der Häftlinge in anderen Betrieben würde nach seinen Erfahrungen und Kenntnissen nicht genügen. Die SS wollte also die Überwachung und die Kontrolle des Einsatzes in den Betrieben haben. Dieses Dokument beweist aber auch noch etwas anderes. Nämlich, es bestätigt die Aussage des Angeklagten Speer, dass die Häftlinge aus den KZ-Lagern ebenfalls Prämien erhalten haben, wenn sie sich besonders bewährt haben. Und weiterhin zeigt das Dokument auf seiner letzten Seite, dass im Durchschnitt die Arbeitszeit aller Häftlinge monatlich 240 Stunden. Das würde einer Arbeitsleistung von 60 Stunden in der Woche entsprechend betragen hat. Ich beziehe mich weiterhin auf das bereits gestern erwähnte Dokument Nummer 44. Das ist bereits als Exhibit 6 von mir eingereicht und befindet sich auf dem in dem zweiten Dokumentenbuch. Wo ist das? Auf Seite 88. Es ist das erste Dokument, Herr Präsident, in dem Nachtragsband. Es geht aus diesem Dokument klar hervor, wie sehr die Ausdehnung der SS-Wirtschaftsbetriebe eine Angelegenheit des Ehrgeizes von Himmler und Pohl war. Aus dem Dokument geht ferner hervor, ich zitiere, die monatlich von KZ-lern für unsere Rüstungsindustrie geleisteten Arbeitsstunden erreichen noch nicht die Zahl von 8 Millionen Stunden, sodass sicherlich nicht mehr als etwa 32.000 Männer und Frauen aus KZ-Lagern in unseren Rüstungsbetrieben beschäftigt sind. Diese Zahl geht laufend zurück. Herr Präsident, dieser Satz befindet sich auf Seite 90 unten. Sie werden es dort finden. Des englischen Textes. Aus diesem Schreiben geht ferner hervor, dass der Verfasser fast die gleiche Stundenzahl als Arbeitszeit errechnet wie Pohl in seinem Schreiben, nämlich 250 Stunden im Monat, was ungefähr 63 Stunden in der Woche entspricht. Herr Speer, durch dieses Schreiben haben Sie nun Kenntnis davon erhalten, dass Arbeitskräfte, insbesondere Ausländer, nicht mehr an ihre alten Arbeitsplätze zurückkehrten, wenn sie sich wegen Verfehlungen
mit der Polizei in Berührung gebracht hatten, sondern in die Konzentrationslager verbracht wurden. Was haben Sie darauf veranlasst? Ich möchte auch hier wieder einige Fragen gleich zusammenfassen. Ich habe das Schreiben etwa am 15. Mai in Berlin erhalten, nach Rückkehr von meiner Krankheit. Sein Inhalt hat mich sehr erregt, denn schließlich handelt es sich hier um nichts anderes als um Menschenraub. Ich ließ mir eine Schätzung geben, wie viele Kräfte etwa im Monat auf diese Weise aus der Wirtschaft genommen werden. Es wurde mir unverbindlich gesagt, 30.000 bis 40.000 im Monat. Dadurch entstand meine Erklärung in der Sitzung der zentralen Planung vom 22. Mai 1944, in der ich verlangte, dass diese Arbeiter, wenn auch als Häftlinge, wie ich mich ausgedrückt habe, auf jeden Fall sofort wieder in ihre alten Betriebe zurück müssen. Diese Bemerkung ist an sich unlogisch, denn natürlich war die Zahl der Strafverstöße in jedem einzelnen Betrieb gering, sodass also eine derartige Maßnahme nicht durchführbar war. Aber ich wollte auf jeden Fall damit zum Ausdruck bringen, dass die Arbeiter wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkommen. Diese Erklärung der zentralen Planung wurde von der Anklage vorgelegt. Ich habe nun sofort nach der Sitzung dieser zentralen Planung mich zu Hitler begeben, hatte dort eine Besprechung am 3. auf 5. Juni 1944. Das Führerprotokoll dieser Besprechung liegt vor. Ich habe erklärt, dass etwas derartiges für mich nicht tragbar ist. Ich habe dabei reine Vernunftgründe ins Feld geführt, da andere Gründe nicht wirksam gewesen wären. Hitler hat mir erklärt, dass, wie aus dem Protokollpunkt davor geht, diese Arbeitskräfte sofort wieder ihrem alten Beruf zugeführt werden müssten. Und dass er nach einer Besprechung zwischen Himmler und mir auch noch einmal Himmler seine Entscheidung mitteilen will. Ich überreiche hierzu als Exhibit Nummer 13 einen Auszug aus der Führerbesprechung vom 3. bis 5. Juni 1944. Es befindet sich dieses Dokument im Supplementband auf Seite 92. Ich fuhr sofort nach dem Ergebnis dieser Besprechung zu Himmler und gab ihm die Entscheidung Hitlers bekannt. Er erklärte mir, dass niemals eine derartige Zahl von der Polizei inhaftiert worden wäre. Er sagte mir aber zu, sofort einen Erlass herauszugeben, dass dem Verlangen Hitlers entsprechend die Arbeitskräfte nicht mehr von der SS festgehalten werden dürften. Ich unterrichtete Hitler von diesem Ergebnis und bat ihn, auch nochmals Himmler darauf anzusprechen. Ich hatte damals keinen Grund, dieser Zusage Himmlers zu misstrauen. Es ist schließlich zwischen Reichsministern nicht üblich, sich so zu misstrauen. Ich habe allerdings auch keine weiteren Klagen mehr von meinen Mitarbeitern über diese Angelegenheit gehört. Ich muss betonen, dass ich für die Regelung dieser ganzen Angelegenheit nicht zuständig war, aber ich fand diese Mitteilung so unerhört, dass ich sofort eingriff. Wenn ich gewusst hätte, dass Himmler bereits anderthalb Jahre vorher
eine ähnliche Aktion unternommen hat. Und in diesem Schreiben, in einem Schreiben, das hier vorgelegt wurde. Es handelt sich, Herr Präsident, um die Urkunde 1063 PS und das US-Exhibit 219. Ich habe es wiedergegeben auf Seite 51 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs, auf das sich der Angeklagte jetzt bezieht. Wie weit haben Sie sich bemüht, aus Konzentrationslagern Arbeitskräfte für die Rüstung zu erhalten? Ich möchte zu diesem Dokument noch kurz etwas sagen. Bitte? Wenn ich dieses Schreiben gekannt hätte, dann hätte ich niemals das Vertrauen zu Himmler gehabt, dass er aufgrund einer Weisung Hitlers korrekt seinen Befehl durchführen wird. Denn dieses Schreiben zeigt eindeutig, dass diese Aktion dritten Dienststellen gegenüber geheim gehalten werden soll. Diese dritten Dienststellen konnten nur die Dienststellen des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz oder meine Dienststellen sein. Ich muss aber abschließend zu dieser Frage sagen, dass es meine Pflicht als Rüstungsminister war, mich für die Verwendung aller Arbeitskräfte, die irgendwo verfügbar waren, für die Rüstung oder Kriegsproduktion einzusetzen. Ich hielt es daher für richtig, dass auch Arbeiter aus den Konzentrationslagern in den Rüstungsbetrieben und in Betrieben der Produktion arbeiteten. Die Behauptung der Anklage aber, dass ich mit Absicht die Anzahl der KZ-Häftlinge erhöht hätte oder das verursacht hätte, ist in keiner Weise richtig. Ich hatte das gegenteilige Interesse, wenn ich nur rein von meinem Produktionsstandpunkt ausgehe. Ich darf dazu bemerken, dass ich über diesen Punkt die Zeugen Schmelter unter Nummer 9 und Nummer 35 der Ihnen vorgelegten Fragen, der Zeuge Schieber unter Nummer 20 geäußert haben. Herr Speer, es sind nun von der Anklage unter Nummer R124, US-Exhibit Nummer 179. Verschiedene Ihrer Bemerkungen, die Sie in den Sitzungen der zentralen Planung gemacht haben, vorgelegt worden. Herr Präsident, ich darf bitte verweisen auf Seite 53 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs. Was sagen Sie, Herr Speer, zu Ihrer Bemerkung über die Bummelanten in der Sitzung vom 30.10.43? Ich habe die Bemerkung so gemacht, wie sie in dem Stenogramm festgehalten ist. Ich habe aber hier die Gelegenheit gehabt, das gesamte Stenogramm der zentralen Planung durchzulesen und habe festgestellt, dass auf diese Bemerkung nichts weiter erfolgte und auch von mir nicht eine Maßnahme verlangt wurde. Auf der gleichen Seite des Dokumentenbuchs, Herr Präsident, ist wiedergegeben eine Äußerung aus einer Sitzung vom 22. April 1943. Herr Speer, was haben Sie zu dieser Bemerkung zu sagen? Über die russischen Kriegsgefangenen bezieht es sich. Es ist nur kurz aufzuklären, dass es sich hier, dass das ein Beweis dafür ist, dass der Begriff Rüstung so aufzufassen ist, wie ich ihn dargestellt habe. Denn die beiden Sparten, aus denen die 90.000 Russen nach dem Dokument, die in der Rüstung beschäftigt sind, herkommen, ist die Eisen-, Stahl- und Metallwarenherstellung mit 29.000 und Maschinen-, Kessel-, Fahrzeug- und Apparatebau mit 63.000. Hm. Herr Speer, dann ist noch von der Anklagebehörde eine Äußerung
vorgetragen worden, die Sie am 25. Mai 1944 gemacht haben. Auch diese ist auf Seite 53 des englischen Textes des Dokumentenbuchs wiedergegeben. Da erklärten Sie, dass nach einer Weisung Hitlers die Hilfswilligen aufzulösen seien und dass Sie durch eine Besprechung mit Keitel und Zeitzler die Überführung der Russen aus den rückwärtigen Heeresgebieten für Ihre Zwecke klären wollten. Ich habe auch hier das Stenogramm durchgelesen. Es ist kurz aufzuklären, es handelt sich bei den in dem Dokument genannten Hibis um die sogenannten Hilfswilligen, die sich dem Dross der in Russland kämpfenden Truppen angeschlossen hatten. Im Laufe der Monate waren diese zu einer ungeheuren Stärke angewachsen, dass sie bei den Rückzügen mitzogen, dass sie wahrscheinlich von ihrer Heimat als Verräter behandelt worden wären. Die Hilfswilligen wurden jedoch nicht, wie es mein Wunsch war, an die Produktion abgegeben. Die Besprechung, die dort vorgesehen war, hat nicht stattgefunden. Wollen Sie sich kurz äußern zu der von der Anklagebehörde unter PS Nummer 556 vorgelegten Aktennotiz Saukels über ein Telefongespräch vom 4. Januar 1943, welche sich auf den Arbeitseinsatz bezieht? Nach diesem Telefongespräch sollen durch verschärfte Maßnahmen in Frankreich der Arbeitseinsatz verstärkt werden. Aus einem Führerprotokoll, das ich in den letzten Tagen gefunden habe, und zwar dem Führerprotokoll der Sitzung vom 3. auf 5. Januar 1943, einer Besprechung bei Hitler vom 3. auf 5. Januar 1943, geht hervor, dass es sich damals bei der Meinungsäußerung Hitlers um einen verstärkten Einsatz der Franzosen in Frankreich selbst für die dortige der Industrie und Wirtschaft handelte. Ich werde, Herr Präsident, dieses Schriftstück später einreichen. Es befindet, ich hatte bisher noch nicht Gelegenheit gehabt, den Antrag. Can you tell the Tribunal how long you're going to be, Dr. Fleischner? Ich hoffe, heute Abend vor 5 Uhr fertig zu sein. Well, you won't lose sight of what I've said to you already about the relevance of the arguments and evidence you've been adducing up to date. Sehr wohl, Herr Präsident. Well, Ryan, Hello, Sonic, that's out. Taken out, that's out.